Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Ernst von Wildenbruch, das Berliner Aquarium. Wenn man hinuntersteigt in die dämmerigen Gänge des Berliner Aquariums, eindringt in das Bereich der purpurnen Finsternis, dann verhallt, je weiter wir dringen, hinter uns der Lärm des Lebens, aus dem wir von oben kommen. Still wird es um uns her, die Lautlosigkeit des Schweigens. Endlich machen wir Halt, nun sind wir am Grunde des Meeres. Es umfängt uns die Welt, in der es keine Stimme mehr gibt, keine Töne und Geräusche, die stumme, die taube Welt der unendlichen Tiefe. Glasscheiben zu beiden Seiten des Weges spenden ein mattes, bläuliches Licht. Die Fenster sind es der unterirdischen Behausung, aber diese Fenster blicken nicht in den Himmel, sondern ins Wasser. In schwerer, zwischen den Wänden aufgestauter Masse steht Meeresflut hinter den gläsernen Scheiben. Tageslicht, von fern herabsinkend, durchbricht mit gebrochenem Schimmer den flüssigen Kristall.